10.34 Uhr und ich habe meinen Kaffee und ich habe ein bisschen Instagram geschaut, Nachrichten gecheckt, E-Mails gecheckt und dann bin ich prinzipiell wach. Und jetzt wäre ich, also ich wäre um 8 oder so, viertel nach 8, wäre ich eine kleine Runde joggen gehen zum Aufwachen. Aber bis dahin werde ich so ein paar kleine E-Mail-Sachen erledigen, also Sachen, wofür ich nicht wirklich super früh Schädel brauche, weil ich eben noch halber schlafe. Aber so ein bisschen Bürokram, also. Und dabei werde ich meine ein, zwei Tassen Kaffee trinken. Genau. So, und jetzt geht's ab zum Joggen. Das ist jetzt mein Outfit for today. Die Hose habe ich damals aus einem Ballkleid abgecycelt. Das Video kennt ihr vielleicht. Die habe ich sogar zweimal abgecycelt. Also das ist das zweite Mal umnähen. Und dazu trage ich einfach ein T-Shirt und einen Gürtel und Ohrringe. Und zwar, weil ich habe jetzt einen Besprechungstermin mit der Kundin. Und dementsprechend ist es ein bisschen mehr Business, aber immer noch, hey, I'm a dancer. Also... Ich probiere immer so ein bisschen den Mittelweg zu gehen, weil wenn ich halt ganz, ganz krasse Meetings habe, dann ziehe ich schon Blazer an und sowas, wie halt Business-Look. Wir haben halt die Bühnenbegehung, also wir schauen uns das Ganze an und wie es technisch ausschaut und ich treffe die Liveband und wir quatschen da ein bisschen und es ist quasi outside, weil das ist eine Open-Air-Veranstaltung und wir kraxeln da auf Gerüsten rum und sowas, von dem her ist es auch fein, wenn ich ein bisschen sportlicher angezogen bin, aber dieses Natur ist ein bisschen mehr Business und ja, ich habe jetzt gerade nur die Haare gewaschen, die trocknen jetzt auf dem Weg dahin und ich hole mir auch was zum Frühstücken, weil ich habe noch nichts gegessen. Und ja, das wird wahrscheinlich sehr healthy und es wird ein Croissant werden, aber mal gucken. Und ja, jetzt habe ich meinen YouTube-Beutel gepackt und los geht's. Ich hätte gern so ein mediterranes Olivenbaguette. Mitnehmen, ja. Also hier sind immer diese Eingänge, die sind hinten durch so einen langen Gang zugänglich, okay? Und bei diesen Eingängen werden wir jemals eine Person stehen. Und da nehmen wir quasi als Mitte nicht Eingangsmitte, sondern quasi wo uns alle sehen, weil nämlich die Zuschauer sind dort, auf dieser Terrasse und auf dieser Terrasse sind etwa 1000 Leute. Will heißen, wir nehmen diese einzelnen Eingänge, seht ihr die? Die sind rückwärtig mit so einem Gang verbunden und das wären prinzipiell, wenn ich sage Stiegen, dann meine ich diese Bühnen. Aber wir werden dann probieren, dass wir innerhalb von diesen Stiegen da oben einmal ein bisschen was performen, nur dass ihr Bescheid wisst. Und hier wird die Band sein und wir werden uns dann nur auf diesem Beton bewegen. Also müssen wir uns wegen der Schuhe noch ein bisschen Gedanken machen. Und ja. Okay, ich bin jetzt wieder zu Hause im Lift. Ich habe von meinem Brötchen zwei Bissen gegessen, weil mehr ging sich davon nicht aus und das ganze Meeting hat jetzt noch 1,5 Stunden gedauert. Jetzt bin ich heim und bin gleich zu Spar und habe gleich eingekauft von meinem Breakfast / Mittagessen. Das Brötchen nehme ich jetzt einfach mit zur Rehearsal, weil das esse ich sicher später noch. Und jetzt mache ich mir was anderes zum Essen. Ich habe jetzt etwa eine Stunde zu Hause für Essen, Umpacken und los. Ich hätte gerne ein bisschen mehr, weil ich hätte gerne mehr Zeit für die Abendprobe, mich vorzubereiten. Aber das muss jetzt einfach funktionieren.
Ja, und wie ihr das wahrscheinlich schon in meinem letzten Vlog gesehen habt, wenn ich so viel unterwegs bin, dann koche ich eigentlich nie frisch, weil ich habe einfach keine Zeit. In dem Fall wäre ich jetzt einfach da ein bisschen in schnell Durchlauf, ein bisschen Himbeeren auftauen und diese fertigen Pancakes essen und diesen Linsensalat. Und das schaut dann so aus. Yeah, that's my food. Aber ich meine, es könnte schlimmer sein, ne? So ein bisschen am Balkon essen und so. Und währenddessen höre ich meine ganzen Sprachnachrichten und telefoniere und probiere Social Life zu haben. Das ist so mein Moment. Und probiere ein bisschen abzuschalten und ein bisschen zu chillen und ein bisschen Sonne genießen. Und ja, dann geht's eh gleich schon wieder weiter. Oh. So, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde. Ich hatte jetzt doch noch Hunger, weil du hast mich jetzt diesen Linsensalat auch noch essen und hoffen, dass ich nicht so sehr Blähungen kriege. Und werde jetzt meine Sachen zusammenpacken. Ich habe heute nur zwei Proben, weil du hast mich für alles in einem Dings packen. Und genau, das wir jetzt machen, nebenbei essen und eine Red Bull trinken, weil ich spüre schon, dass mir meine Kraft langsam von dem her Gönnung. Genau, und jetzt packe ich für mein nächstes Rehearsal. Und zwar jetzt am Nachmittag geht's zu der Probe für mein Sommerprojekt. Ja, ich bin diesen Sommer wieder nicht in Wien, sondern woanders. Und dieses Mal geht's für mich nach Langenlois zur Sommeroperette und wir spielen dort der Opernball. Und weil wahrscheinlich wahnsinnig viele Leute fragen, ja, Franzi wird auch mit dabei sein. Also stay tuned for a vlog aus Langenlois. Vollkommen unerwartet. Also ich dachte wirklich nicht, dass sich das noch ausgeht, aber wir haben eine Stunde früher Schluss gemacht. Bah, sorry, ich konnte nicht mehr reden. Und mit der Nachmittagsprobe, wie du weißt, ich habe jetzt noch gute 40 Minuten zu Hause, es hat sich rendiert nach Hause zu fahren. Und jetzt werde ich kurz was essen. Es gibt lecker Hüttenkäse, was ich wirklich vergöttere. Ich liebe Hüttenkäse mit Dingsterbumster. An solchen Tagen esse ich immer gern süß, weil das pusht mich einfach ein bisschen mehr. Und dann richtig gescheit, also meine Brötchen habe ich übrigens immer noch nicht gegessen, aber it's still there. Und ja, und wenn ich dann von der Abendprobe zurückkomme, dann gibt es was Leckeres, Salziges quasi. Gut, ja, und jetzt werde ich noch ein paar E-Mails checken, also zurzeit explodiert bei mir alles. Es sind so viele Projekte und so viele Sachen, die gerade kommen und ich... ja, ich will heute überall auch 100% geben und es ist schwierig zurzeit, aber es wird schon. Und jetzt kann ich mich noch ein bisschen auf die andere Probe vorbereiten, weil da mache ich ja Choreografie und dementsprechend muss ich da ein bisschen, muss ich natürlich dann solide im Hirn sein, ne, wenn das losgeht. Und von dem her, gut, also guten Appetit. So, ich gehe jetzt gerade von der Abendprobe nach Hause und ja, es regnet. We love that. Und ich bin total fertig. Ich freue mich jetzt aufs Essen bestellen, aufs Chillen. Meine Knie, die haben unglaublich weh. Es war ein langer Tag. Ich habe jetzt erst sehr Hunger, muss ich wirklich sagen. Dann müsste ich jetzt einen Kaffee trinken und dann bin ich jetzt schlafen. Aber ja, von dem her, es bestellen. Ja, und ich muss sagen, für mehr Aufnahmen hatte ich dann keine Energie mehr. Upsi. Ja, ich habe das Vlog-Game so draußen. Wahnsinn. Profi-YouTuber. Zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Audiokommentar spreche, bin ich jetzt noch eine gute Woche in Wien und dann geht es eben ab nach Langenlois. Aber ich habe ein bisschen was vorproduziert auch, also ihr werdet weiterhin Nähvideos vorfinden hier auf diesem Kanal. Aber in Zukunft auch ein paar Vlogs aus meiner wunderschönen Sommerproduktion. Also von dem her, wir sehen uns. Bis dann.